Als wäre die Welt nicht schon absurd genug, hat Donald Trump heute wieder mal eine Absurdität draufgelegt und gesagt, Mario Draghi wäre der viel bessere Fed-Chef als der Jerome Powell. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Das geschah in einem Interview mit seinem Haussender Fox News, der ihm also grundsätzlich freundlich gesinnt ist. Und Donald Trump hat hier wieder richtig abgeledert gegen Fed-Chef Powell. Der mache einen schlechten Job, die hätten überhaupt keine Ahnung, während andere Länder wie China zum Beispiel ihre Währung entwerteten, würde Paul sozusagen herumtraumtänzern, hätte keine Ahnung, da sei Mario Draghi viel, viel besser, wahrscheinlich ist jeder besser, der Zinsen senken will, der Quantitative Easing betreiben will, aus Sicht von Donald Trump, Hauptsache, es geht irgendwie nach unten, das Geld wird wieder billig. Das ist das Wichtigste, was Donald Trump damit zu erreichen versucht. Hat dann auch nochmal gesagt, ja, ich könnte ja Paul degradieren. Er kann ihn nicht komplett aus der Fed werfen, wohl so meinen die Trump-Leute, die Trump-Berater. Aber er könnte ihn sozusagen als Fed-Chef ablösen. Da haben 99,9% der Amerikaner wie auch der Institutionen in den USA wohl eine andere Sicht der Dinge. Dann auch noch Aussagen von Donald Trump in Sachen China. Also er sagte, ja, also wenn wir da nicht einen großen Deal machen, der zum Beispiel geistigen Eigentumsschutz beinhaltet, dann machen wir keinen Deal. Heute Vormittag hatte Steve Mnuchin schon gesagt, ja, zu 90% sei der Deal fertig, ist praktisch eine Wiederholung dessen, was er im April gesagt hat. Wir wissen, dass die restlichen 10% offenkundig das kleine Problem sind. Und wir sehen, dass auch die Chinesen das offenkundig ein bisschen anders sehen. Die haben nämlich in Gestalt von Hu Xijin, dem Chefredakteur der Global Times, getwittert, dass die chinesischen Offiziellen überhaupt nicht so optimistisch sind und vor allem in den staatlichen chinesischen Medien nach wie vor sehr starke Stimmung gemacht wird gegen die USA. Das ist so ein bisschen weniger geworden seit dem Hochpunkt, den wir etwa vor eineinhalb, zwei Wochen hatten. Aber es ist eben nach wie vor so, dass da Artikel gegen die USA erscheinen, die relativ harsch sind. Neuerdings wird Außenminister Pompeo scharf attackiert. Und das deutet nicht darauf hin, dass Xi Jinping sehr viel Entgegenkommen da zeigen kann und wird auf dem G20-Gipfel, außer ein paar schönen Fotos, wird dabei wohl nichts rausspringen. Also, das ist die Situation. Donald Trump twittert und bewegte damit mal wieder die Märkte. Wir haben hier das sogenannte Trump Stock Market Tweetometer. Und wir sehen, wenn es mit den Aktienmärkten nach unten geht, wie Anfang des Jahres, respektive im Dezember, dann ist da relativ wenig zu den Aktienmärkten zu hören von Donald Trump. Wenn es nach oben geht, bums, dann sehen wir, dass hier das Tweetometer deutlich nach oben ausschlägt. Und so ist es eben auch derzeit. Die Märkte sind nicht mehr auf Allzeithoch. Wir haben nach wie vor eine krasse Differenz zwischen den Nebenwerten, zwischen den Transportwerten in den USA und eben den großen Indizes wie dem S&P 500 und dem Dow Jones. Die Rallye hatte eine relativ schwache Basis, die Interna stimmen nicht so wirklich, weil einfach nach wie vor die Anzahl der Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, sehr, sehr gering ist, so gering wie bei keiner der großen Rallyes und der großen Allzeithochs, die wir in den letzten Jahren gesehen hatten. Schauen wir uns folgende Situation nochmal an in Sachen Fed und Zinsen. Gestern hat ein geneigter Seher meines Videos gesagt, was ist denn die Invertierung der Zinskurve? Normalerweise ist es ja so, dass wenn ich eine Anleihe begebe, wie hier zum Beispiel die dreimonatige US-Staatsanleihe, die derzeit mit 2,14% rentiert, dann sind die Renditen, die Zinsen niedriger, je kürzer die Laufzeit ist. Warum? Ist eigentlich logisch, weil je länger der Zeitraum ist, in dem ich jemandem Geld leihe, umso größer das Risiko, dass möglicherweise der Schuldner das Geld nicht zurückzahlt. Dementsprechend, wenn ich etwa sehr kurzfristig Geld verleihe, sind normalerweise die Renditen niedriger. Das ist aber nicht der Fall, deswegen spricht man, oder derzeit nicht der Fall, deswegen spricht man von der Invertierung der Zinskurve. Wenn also eine dreimonatige Anleihe mehr Zinsen bringt als etwa die zehnjährige US-Staatsanleihe, die heute wieder über die 2,0 Marke leicht gesprungen ist, das ist die Invertierung der Zinskurve. Und die deutet meistens auf eine Rezession hin. Warum ist das so? Weil für die Banken die Fristentransformation nicht mehr funktioniert. Die leihen sich kurzfristig Geld, um es langfristig zu verleihen, zum Beispiel in Immobilienkredite. Und wenn die Differenz zwischen dem kurzfristigen und dem längerfristigen kurzfristigen Leihen, Ausleihen, das die Bank getätigt, und dem Verleihen dann an den Kunden durch die Bank
Wenn diese Spanne nicht mehr sich trägt, dann gibt man eben auch keine Kredite mehr und dementsprechend geht es mit der Wirtschaft dann bergab. Und das tut es, wie wir hier sehen, vor allem mit der Zinskurve. Die zweijährige und die achtjährige, beziehungsweise die zweijährige US-Staatsanleihe nun ist die achte Woche in Folge auf dem Rückzug, was die Rendite betrifft. Das hatten wir nur 8-mal bisher in der Geschichte. Und jedes Mal passierte das während eines Bärenmarktes oder während einer Rezession oder kurz vor einer Rezession. Hier sind die Dinge eingezeichnet, 1980er Rezession, die Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise 2012. Das sind Dinge, die doch deutlich darauf hindeuten, dass wir hier vor ökonomisch eher ungemütlichen Zeiten in den USA stehen, wenn jetzt eben der Steuerdump, den Trump hier nochmal reingeschossen hat, die jetzt nachlässt. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie sich in den Charts darstellen. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, der nach oben geschossen ist, vor allem nach dem und mit dem Tweet, nicht dem Tweet, sondern den Aussagen von Steve Mnuchin gegenüber CNBC. CNBC hat dann das Ganze getwittert und hat die Formulierung ein bisschen geändert. Klingt dann weniger optimistisch, als es in der ersten Schlagzeile so war. Wie auch immer, jedenfalls sehen wir, dass wir hier nicht so richtig vom Fleck nach oben rauskommen. Wir sehen den Dow Jones, der bei 26.617 Punkten handelt. Heute der Nasdaq, der stärkste Index, zwischenzeitlich im Mindesten oder nach wie vor ist er der stärkste. Nachdem Micron gestern Zahlen gemeldet hat und die Erwartung schon so negativ war, dass die Aktie das Unternehmen diese Erwartung schlagen konnte. Micron dann nachbörslich 8% im Plus. Das hat den ganzen Chipsektor heute ein bisschen nach oben gezogen. Was passiert mit CDAX? Der ist bei 12.251, ist mal über die 12.300 in der Euphorie über die Aussagen von Mnuchin, aber dann die Trump-Aussagen gegenüber Fed-Chef Powell, die Aussagen in Sachen Zölle gegen China, wie auch, und das spielt nochmal in den Nasdaq rein, seine Aussagen gegen Facebook und Google, der hat ja gesagt, ja, vielleicht verklagen wir die, schauen wir mal, machen also Ähnliches wie die EU-Kartellbehörden. Jedenfalls kommt der deutsche Leitindex nicht so wirklich vom Fleck. Was haben wir noch? Wir haben den Euro, der es geschafft hat, hier diese Unterstützung bei 1,1350 zu verteidigen. Jetzt geht es wieder nach oben in Richtung 1,14er Marke. Ähnliches Muster auch bei Gold. Da haben wir die 1,400 entspannt verteidigen können, sind bei 1,413 Bitcoin ja. Zwischenzeitlich über der 13.000er Marke heute, wenn die Zeiten unruhig sind, dann wird der Dreck gerne nach oben gespült. Und wir haben abschließend noch Öl, das nach einem massiven Abfallen der Lagerbestände, über 12 Millionen Barrel, das gab es zuletzt vor 3 Jahren, sich wieder deutlich erholen kann und damit auch ein bisschen den Märkten hilft, weil die Algos programmiert sind, steigt der Ölpreis dann. Musst du kaufen. Ob sie kaufen, ist ihre Entscheidung. Jedenfalls wartet man jetzt auf den G20-Gipfel. Und Donald Trump könnte sich überlegen, Mario Draghi als neuen Fed-Chef einzuspannen, dessen Amtszeit, nämlich die von Draghi, endet ja im Oktober. Also technisch wäre das durchaus möglich. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend und sage Tschüss.